Hallo und herzlich willkommen zu unseren News im Licht der Bibel. Kaum zu glauben, aber wahr. Eines der Lieblingskinder der Mainstream-Medien ist bei diesen in Ungnade gefallen, ihre Ikone vom Sockel gestürzt. Es handelt sich um Fridays for Future und ihre Heldin Greta Thunberg. Die Fridays gehen an ihrem moralischen Größenwahn zugrunde, berichtet der Spiegel. Und das ist das Ende der Klimabewegung, wie wir sie kennen. Die bayerische Justiz ermittelt gegen die letzte Generation wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, heißt es am 2. Oktober 2023. Doch nicht nur der Spiegel wettert seit neuestem gegen FFF. Ähnliche Äußerungen kommen auch von FAZ, Welt und SZ. Die Marke Fridays for Future ist irreparabel beschädigt, schreibt der Stern am 26.11.2023. Was hat Fridays for Future international falsch gemacht? Antisemitismus, so lautet der Vorwurf. So manipulieren euch westliche Medien. Wenn man sich genauer mit der Gründung Israels und dessen Apartheidstaat befasse, werde klar, das ist kein Konflikt, das ist ein Genozid, zitiert der Spiegel Greta Thunberg. Fridays for Future wurde von den Leitmedien in eine viel beachtete Rolle geschoben, die sie ohne deren überaus tatkräftige Unterstützung niemals erreicht hätte. Nun wird Greta Thunberg für bedeutungslos erklärt und vorgeworfen, den Angriff der Hamas auf Israel an jenem unseligen 7. Oktober nicht kritisiert zu haben. Dabei glänzen die deutschen Medien selbst mit großzügigen Auslassungen. Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza gibt es bereits über 9000 Todesopfer. Diese Zahl lässt sich allerdings momentan nicht unabhängig prüfen, berichtete beispielsweise der Spiegel am 4. November 2023. Doch solche Zahlen sind selten. Der Spiegel schreibt am 26. Oktober, die Opferzahlen aus Palästina würden inzwischen immer mehr angezweifelt. Eine Auswertung von fast 20 Berichten des Außenministeriums über den Krieg zwischen Israel und der Hamas ergab, dass US-Diplomaten die Zahlen aus Gaza zitieren und mindestens in einem Fall sogar notieren, dass sie laut UNO und lokalen NGOs eher zu niedrig seien, fasst der Spiegel zusammen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres versucht sich anlässlich einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates am 24. Oktober 2023 an einer neutralen Bewertung des Nahostenkonflikts. Es sei auch wichtig anzuerkennen, dass diese Angriffe nicht in einem Vakuum geschehen seien. Seit 56 Jahren sei das palästinensische Volk einer erdrückenden Besatzung ausgesetzt. Das rechtfertige nicht die entsetzlichen Angriffe der Hamas und diese Angriffe rechtfertigen nicht die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes. Selbst der Krieg habe Regeln. Doch genau dieses Recht einer neutralen Bewertung sprach ihm der israelische Außenminister ab. Nach dem 7. Oktober gibt es keinen Platz mehr für eine ausgewogene Position. Was nicht ausgeblendet werden darf, ist die israelische Besatzung seit 1967 und die Besiedlung des Westjordanlands und Ostjerusalems und die daraus resultierende verzweifelte Lage der Palästinenser. Häufig wird in den deutschsprachigen Medien erwähnt, dass die Konflikte im Gazastreifen beendet wurden, nicht aber im Westjordanland und in Ostjerusalem, die bis heute von Israel besetzt sind. Am 12. September 2005 endete offiziell die israelische Besetzung des Gazastreifens, schreibt der Deutschlandfunk. Kaum berichtet wird jedoch, dass in den Jahren 2008 bis 2023 in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten über 6000 Palästinenser im Zusammenhang mit der Besatzung und dem Konflikt getötet und mehr als 150.000 verletzt wurden. Dem stehen in etwa 300 Getötete und 6.300 verletzte Israelis gegenüber. Die große Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung hat verschiedene Arten von Interventionen durch humanitäre Akteure erforderlich gemacht, wobei viele Vorfälle Anlass zur Sorge über Verstöße gegen das Völkerrecht und mangelnde Rechenschaftspflicht gaben, macht das Büro der Vereinten Nationen aufmerksam. Das Leid auf beiden Seiten
ist entsetzlich. Tote können und sollen nicht gegeneinander aufgerechnet werden. Dennoch wird eine Größenordnung deutlich, die nicht übersehen werden sollte. Immer wieder werden Stellungnahmen gefordert. Nicht nur für Israel oder Palästina, sondern auch für das Impfen, für die Ukraine und für die Anerkennung des menschengemachten Klimawandels. Dabei sind die Dinge komplex und oft nicht leicht durchschaubar. Längst berichten Medien oft nicht ausgewogen und neutral, sondern bilden Meinungen und fordern deren unreflektierte Übernahme. Dass sich Deutschland und Österreich aufgrund ihrer Geschichte in einer besonderen Verantwortung gegenüber dem Staat Israel sehen, macht die Sache nicht einfacher. Hier ist Zurückhaltung geboten, um sich nicht voreilig dem Druck einer möglicherweise unzutreffenden Mehrheitsmeinung zu beugen. Auch Jesus ruft zur Stellungnahme, zur Entscheidung und zur Nachfolge auf, zur bedingungslosen, ungeteilten Nachfolge. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, soll Christian Dietrich Krabbe gesagt haben. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, steht im 5. Mosebuch, Kapitel 6, Vers 5. Dieser Gedanke zieht sich durch die ganze Bibel und wird unzählige Male wiederholt. Über König Hiskia wird gesagt, und dem allen Tun, das er anfing, am Dienst des Hauses Gottes, nach dem Gesetz und Gebot, zu suchen seinen Gott, handelt er von ganzem Herzen. Darum hatte er auch Glück. Gott selbst liebt die Menschen mit dieser kompromisslosen Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das einzige Reich, das ungeteilte Hingabe wirklich verdient, ist das Reich Gottes, das auf den Prinzipien der Liebe, des Mitgefühls und der Selbstaufopferung aufgebaut ist. Für dieses Reich und seinen König ist ungeteilte Hingabe erforderlich und gerechtfertigt. Denn auch Jesus hat sich vollkommen für die Menschen hingegeben. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen hat neue Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol veröffentlicht. Demnach schadet jeglicher Konsum von Alkohol der Gesundheit, egal wie viel man trinkt. In bisherigen Empfehlungen habe risikoarmer Konsum von Alkohol im Fokus gestanden. Aufgrund des Standes der Wissenschaft sowie aufgrund von Prinzipien der Förderung von physischer Gesundheit aktualisiert das Kuratorium einzelne Aspekte einer früheren Stellungnahme und kommt zum Schluss, dass Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol neu formuliert werden müssen. Alkoholkonsum sollte von jeder Person reduziert werden. Am besten ist es, keinen Alkohol zu sich zu nehmen. Alkoholische Getränke bergen Risiken, wenn es um die physische Gesundheit des Menschen geht. Heute zeigen Studien für einzelne Erkrankungen eine lineare Beziehung zwischen dem Ausmaß von Alkoholkonsum und Sterbewahrscheinlichkeiten. Sie sind am geringsten, wenn kein Alkohol getrunken wird. Sie sind umso höher, je mehr Alkohol Menschen trinken. Arbeiten trugen zu dem Ergebnis bei, dass auch bei geringen Trinkmengen erhöhte Wahrscheinlichkeiten für Krankheiten und vorzeitigen Tod bestehen im Vergleich zu Menschen, die ohne Alkohol leben. Unter anderem räumt die Stellungnahme mit dem Mythos auf, dass moderater Rotweinkonsum lebensverlängernd wirkt. Begründet wurde dies mit dem Resveratrol, das im Rotwein in nicht geringer Konzentration enthalten ist. Eine Empfehlung zum Konsum von Rotwein sei jedoch ungerechtfertigt, da Resveratrol in vergleichbaren Mengen auch in Trauben und Traubensaft enthalten ist. Die Schäden durch Alkohol überwiegen dabei eindeutig. Wer zusätzlich Resveratrol einnehmen möchte, kann dies laut Zentrum der Gesundheit in Form von Nahrungsergänzungsmitteln präventiv oder therapeutisch zu sich nehmen. Salomo hat gesagt, wer hat Ach und wer hat Weh? Wer hat Streit? Wer hat Klage? Wer hat Wunden ohne Ursache? Wer hat trübe Augen? Die, welche spät aufbleiben beim Wein, die einkehren, um Würzwein zu kosten. Schaut nicht darauf, wie der Wein rötlich schimmert, wie er im Becher perlt. Er gleitet leicht hinunter, zuletzt aber
beißt er wie eine Schlange und sticht wie eine Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Du wirst sein wie einer, der auf hoher See schläft und wie einer, der oben im Mastkorb liegt. Sprüche 23, 29 bis 34. Das war's wieder für heute, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei unseren News im Licht der Bibel.